Ich begrüße euch wieder ganz recht herzlich zurück zu Pokémon The End Fossils. Wir waren irgendwo im ersten Add-on stehen geblieben, ja schon eine ganze Weile her, um genau zu sagen, eine Woche, dass ich aufgenommen habe. Aber mal sehen. Hey, wenn das nicht Sasuke ist, was machst du hier? Nein, was machst du hier? Ich bin hier, um die eiserne Jungfrau zu sehen. Was? Aber sie erscheint in Hall of Fame. Du Idiot. Komm mit, ich erkläre es dir. Wer hat dir den Quatsch erzählt? Die eiserne Jungfrau wird dort materialisiert, wo sie digitalisiert wurde. Das heißt, alle anderen warten umsonst? Ich hatte sowas geahnt. Deshalb bin ich hier hingekommen, wo sie zuletzt gesichtet wurde. Übrigens heiße ich Chrom. Oh, ich heiße Tobi. Wollt ihr auch ein bisschen Tee trinken? Wow, wieso eigentlich nicht, ne? Moment. Wenn die hier Tee trinken, trinke ich auch mal ein bisschen was. Und du, Oshia-Junge? Nein, danke, ich trinke keinen Tee. Ich bevorzuge eher Energy Drinks. Wie du willst. Wieso bist du eigentlich hier, Cappy? Ich dachte, du wartest auf die eiserne Jungfrau. Dieser Idiot Brooklyn will, dass ich auch in Guadalupe alle 8 Orden sammle. Okay. Mehr brauchst du nicht zu erzählen. So ein Quatsch interessiert mich nicht. Kein Wunder. Als Ninja kämpft man ja selber. Du brauchst keine Pokémon. Ob wir vielleicht auch ein paar Jutsus erlernen? Hier, dein Tee. Danke. Ich bin mir sicher, sie wurde hier zuletzt gesichtet. Wenn die Formel bereits registriert, wenn die Formel bereits registriert ist, müsste sie schon längst erschienen sein. Wenn der Fall ist, gluck gluck, trink trink, wenn das der Fall ist, sagt man mir Bescheid. Wie lange könnte es dauern? Keine Ahnung. Für so eine Antwort bin ich viel zu ungeduldig. Cappy, wir suchen dich als eine Jungfrau. Okay, aber ich muss noch meinen Tee trinken. Scheiß auf den Tee. Bäh. Da kann man es nicht mehr trinken. Dann gehe ich schon mal vor. Dann sehen wir uns wieder, wenn du mich wiederfindest. Tut mir leid, dass ich den Tee da lassen muss. Schon gut, schon gut. Wieder wartet niemand auf mich. Ach ja? Wenn du einen Abstecher ins Mohu no Iseki machst, kauf dir ausreichend Pokébälle. Gibt's ein seltenes Pokémon. Lass dich überraschen. Danke. Es gibt ein seltenes Pokémon. Bälle, 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 Bälle. Ich brauche Bälle. Mach, 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 mach. Wir haben 84. Ach komm, 20 sollten reichen. Ach so, jetzt bloß nur 6000. Aber was soll's? Das ist es mir wert.
will ja nicht unbedingt vom wilden Pokémon jetzt angegriffen werden. Tja, wie es aussieht, müssen wir dann wohl Sasuke suchen, ne? Eine Frage, wie sprecht ihr die Leute eigentlich aus? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Sagt ihr eher Sasuke, wie es im deutschsprachigen Anime von Naruto auch heißt, oder sagt ihr Sasuke? Mir persönlich ist es Schnuppe. Nee, cool, ich kann durch. Und jetzt heißt es natürlich den richtigen Weg finden. Also hier geht's nicht lang. Zum Glück waren wir vorher schon mal hier und haben einige bekämpft. Ja, müssen wir jetzt hier durch oder müssen wir hier? Weil das ist ja jetzt die Frage. Alles klar. Wir müssen dort durch. Na, da kämpft mal gegen uns. So, mein Freund, gib mir dein ganzes Geld. Nee, lass mal nicht machen. Wir sind sowieso schon arm wie eine Kirchenmaus. Also, da muss ich dir nicht noch mein letztes halb verdientes Geld hier geben. Na, ging ja nicht. Ah, Pabinella ist auch stark geworden. Aha. Aber wir könnten wirklich mal... Gewaltdruck muss trainiert werden. Obwohl, die anderen, die wir da haben, müssen auch trainiert werden. Weiß gar nicht, was Schnuppe eigentlich ein gutes Pokémon, was eine gute Verteidigung hatte. Bezweifle ich, glaube ich. Nein, das war nicht schlecht. Gewaltmusik trotzdem. Aha, reicher Boy, ja? Der reiche Junge. Moment. Achso, davon habe ich noch genug. Gewaltruf! Gut, gibt es hier irgendwas? Ach stimmt, da vorne war irgendwo Pokéball, ne? Maxi Repair, da. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock zu kämpfen, deswegen. Trainer Kämpfer, ja, aber so muss es jetzt nicht unbedingt sein. Alter, wie viele Sonderbonbons finde ich denn hier bitte schön? Ich meine, okay, gut, ja. Unglaublich, dass du mir den ganzen Weg gefolgt bist. Willst du mich jetzt dafür besiegen? Klar. Aha. Ach, du bist das. Obwohl, hätte mir ja eigentlich klar sein müssen, ne? Boah. Ist er wirklich so schwach? Kann ich gar nicht glauben. Die war noch mal so stark. Oder bin ich stärker geworden? Na, ja, das muss es wohl sein. Setzt Tokoal ein.
Ich möchte mal eins von denen hier einsetzen. Fly? Keine Ahnung, was es soll. Bin mal gespannt, was es absieht. Ach, na ja. Nicht schlecht. Könnte besser laufen. Sandbomb, Slash, nö. Ach komm, wir benutzen weiter Schaufel. Danach werden wir mal unser anderes Pokémon einsetzen. Ach verdammt, der hat ja Groudon und Pike, ja. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, gegen Groudon könnte ich eigentlich Dings einsetzen. Repeat Dash? Manchmal überlege ich, was das ist. Ach so. Galoppa. Funktioniert leider nicht. Funktioniert nicht. Gut, gegen Groudon könnte ich mit Server antreten, aber wie sieht es bei Palkia aus? Palkia ist vom Typ Wasserdrache. Ich glaube nicht, dass Pflanzenattacken da so wirkungsvoll gegen sind. Gegen Wasser ja, aber gegen Drache. Das ist so. Typhlosion! Ich wollte auch in meinem Vollriegel haben. So eine Gemeinheit. Aber ich habe ja keinen Vollriegel gefunden. Also sonst hätte ich es auf jeden Fall mit in der Liga gehabt. Ob ein reines Team aus Feuer-Pokémon gut gewesen wäre? Vielleicht. Ah, jetzt ist der Groudon ein. Ja, genau, setzt Pike hier ein. Das ist richtig. Aber weißt du was? Was du kannst. Was du kannst. Können wir schon lange. Gewaltro. Es ging daneben. Och Moment. Gegen Groudon hätte ich auch mit dem Typ Pflanze gewonnen. Da Groudon ja vom Typ Boden ist. Was ich allerdings gut finde, in seiner Protoform bekommt Groudon den Typ Feuer dazu. So hat es wenigstens mal eine Stärke gegenüber Pflanzen. Na gut, so hat es eigentlich auch den Vorteil mit Feuer-Pokémon, aber so kriegen die Feuerattacken wenigstens den Startbonus. Ach komm. Lassen wir so. Wenn es down geht. Moment, habe ich überhaupt noch Belebe? Was war das jetzt für eine Art Epping? Nee, glaube ich nicht. Beam wäre ein bisschen zu schwach dafür, glaube ich. Nein! Falsche Attacke!
egal. Fireblast. Also du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du jedes meine Pokémon hier down machst, oder was? Was für eine Scheiße ist das denn? Ja, alles klar, das ist doch Erdbeben. Und das könnte auch Eruption gewesen sein. Alter, ich habe es noch zwei Pokémon. Antikrat. Ich habe bloß leider das Pech, dass Erdbeben so eine verdammt scheiß starke Attacke ist. Ne? Alter, ich gehe doch jetzt hier nicht down. Hallo, ich bin der neue Champ. Slamwurf wird, glaube ich, nicht so viel ausrichten. Oder doch? Feuer auf dem Furz. Du hast mich erneut besiegt. Auch wenn mir legendäre Pokémon zur Verfügung standen. Wenn du planst, das Mohuno Iseki zu betreten, pass auf dich auf. Aufpassen? Wieso? Jetzt frage ich mich wirklich, was in dieser Ruine ist. Und außerdem frage ich mich jetzt, was Matsubusa hier zu tun hatte. Ja, was sollte er schon hier zu tun haben? Ja, genau. Jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklatschen, nur um meine Pokémon zu heilen. Hab ja auch nichts Besseres zu tun. Ich glaube, ich auch immer den falschen Weg. Ob ich das jetzt alles in eine Folge packe? Oder ob wir uns das lieber für die nächste Folge aufheben? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Eigentlich wollte ich zum Anfang des LPs nur 15 Minuten aufnehmen, aber... Mit der Zeit wurden es immer mehr. Und was soll ich sagen? Es ist egal. Und was lernen wir daraus, Tobi? Sage nie etwas, was du später nicht halten wirst. Ja, ja. Lalalala. Ja, also, da würde ich aber trotzdem sagen, dass wir uns diese Ruine, doch hier, wirklich für die nächste Folge aufheben. Das wäre bestimmt übelst cool. So, hier war es ja lang, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, die Folge beenden wir hier. Die Ruine werden wir uns für die nächste Folge aufheben. Und so wie es aussieht, werden wir Add-on 1 wohl in der nächsten Folge abschließen. Denke ich jedenfalls mal. Werden wir sehen, lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich trotzdem hier und jetzt fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zu Pokémon The Enforcers Add-on 1, die eiserne Jungfrau. Bis dahin, habt einen schönen Abend. Und haut rein. Ciao.